Die ÖAMTC-Flugrettung in Tirol. Flugretter Michael Paschinger, Pilot Jörg Schnell und Notarzt Dr. Daniel Reiner rücken aus Richtung Gletscher. Wir fliegen jetzt zu einer verletzten Person im Skigebiet. Das ist vermutlich die Schulter luxiert. Und als Zusatz ist eben noch draufgestanden auf dem Pager, dass das wohl, dass sich wohl um unwegsames Gelände handelt. Heißt, dann müssen wir natürlich zuerst schauen, wie man das dann am besten angeht, ob man da direkt landen kann beim Patienten oder ob man da eine Seilbergung machen muss. Aber da drehen wir dann, wenn wir am Einsatzort sind, so eine Runde, das nennt man High Reconning, nennt man das. Schaut man sich den Einsatzort von oben an und dann entscheiden wir in der Crew, wie man da das am besten macht und ob man da direkt hingehen kann oder ob man irgendeine andere alternative Lösung da machen muss. Wichtig bei jedem Einsatz, der Funkkontakt mit der Pistenrettung. Alpin 5 für Pistenrettung Schlick. Ja, Alpin 5. Ja, hallo. Kommst du herunter wieder? Weil du bist jetzt drüber ausgeflogen. Ja, sagst du, wo du bist? Ist doch falsch. Höhe Mittelstation, Kinderland, also der Schlepplift, ist der da einer mitten auf der Piste hinweisen und winkt da. Siehst du, oder? Rechts steht der Skido. Ja, jetzt haben wir Sichtkontakt, passt gut. Ja. Perfekt, danke. Da gehen wir gleich direkt rein, gell? Ja. Links ist da ein großer Lotze, den hast du gesehen, ja, oder? Ja, die habe ich gesehen, danke. Das Flugrettungsteam arbeitet bereits seit vielen Jahren eng zusammen. Wir sind eine Dreier-Crew, jeder hat eigentlich seine Aufgaben und seinen Aufgabenbereich, den auch jeder den anderen, sage ich mal, schätzt und weiß, was er kann. Und das ist bei uns ganz wichtig, die Kommunikation, dass man wirklich alles gemeinsam entscheidet und gemeinsam ausspricht und ausredet, damit keine Fehler entstehen. Okay. Prost, ich steige mal aus. Ja, passt. Der Unfall ereignete sich ein Stück oberhalb des Landeplatzes. Weiter geht es mit dem Snowmobil der Pistenrettung. Einer der Pistenretter hat bereits den Arm des Patienten fixiert. Passt. Hallo. Servus. Schulterlux rechts. Schulz ist das vor Händen. Hallo. Hallo. Er hat Bügel. Schulter aus der Wiese. Greift es auch deutlich. Also, er hat halt wahnsinnig Schulter ist ausgekugelt. Darf ich Ihnen das einmal Hallo, grüß Gott. Rainer Daniel, ich bin der Notarzt. Ja. Schön, dass Sie da sind. Die Verletzung ist so passiert, dass der Patient im Schlepplift unterwegs gewesen ist und dann dürfte er irgendwie das Gleichgewicht verloren haben und dann hat es ihm den Bügel sozusagen rausgerissen und er ist mit der Schulter hängen geblieben und so ist praktisch dann der Unfall passiert und dann ist er da auf der Piste liegen geblieben. Ja. Darf ich gerade einmal die andere Hand haben, bitte? Ja. Also, Gefühl in die Finger. Es wird langsam taub. Sonst ist da nichts passiert, oder? Ich denke, das also außer die Schulter jetzt hat. Das ist nichts. Ja. Nicht auf den Kopf gestürzt oder irgendwas, nichts, oder? Gar nichts. Aber es hat halt ganz oft Knack gemacht. Also nach dem ersten Check hat sich der Verdacht bestätigt, dass der Oberarmknochen sozusagen aus der Gelenkspfanne rausgesprungen ist. Und zusätzlich hat er auch ein bisschen ein taubes Gefühl in den Fingern. Das kann dann schon einmal ein Zeichen sein, dass auch die Nerven etwas bedrängt sind. Und da ist natürlich gut, wenn man den Patienten recht schnell abtransportiert in die Klinik, um zu schauen, dass man die Schulter schnell wieder an Ort und Stelle bringt, damit da wirklich kein bleibender Nervenschaden bleibt. Gibt einen kleinen Schnups, nicht erschrecken. Alles gut. Das Wichtigste hier, den Patienten transportfähig machen. Das vorherrschende Symptom bei so einer Schulterluxation ist oft unglaublich starker Schmerz. Für uns ist da wichtig, dass wir einen IV-Zugang legen, dass wir starke Schmerzmedikamente verabreichen, infolge den Patienten natürlich gut überwachen. Oh.
Jetzt warten wir einen kleinen Moment, das soll gleich leichter werden. Gell? Ja, okay. Okay. Gell? Tief durchatmen. Gell? Ich weiß nicht. So, mal schauen wir mal. Wollen wir es probieren? Ich kann mir jemand aufhören. Ganz vorsichtig, gell? Okay. Dann schaut man natürlich, dass der Patient den verletzten Arm so schonend als möglich halten kann. Und ja, das ist natürlich so, dass man den Patienten recht schnell dann ins Krankenhaus bringen muss. Flugretter Michael Paschinger und Pilot Jörg Schnell haben inzwischen alles für den Transport vorbereitet. Schön langsam, gell? Mhm. So, genau, rechte Schulter. Okay, hast du ihn da, Michael? Jawohl, jetzt gehen wir auf die Traktor rüber, gell? Ja. Ich würde vorschlagen, jetzt gehst du mit dem Fuß einmal, einmal rüber, dass du drüber da stehst. He? Du hebst ihn ein bisschen hinter, genau. Die gute Hand nimmst du zu mir, genau. Perfekt. Jawohl, und jetzt schön langsam runter. Ja. Wir stützen dich. Perfekt, machst du das. Ja. Wunderbar. Komm, Patient, bitte in den Hubschrauber. Eins, zwei, drei. Oh. So. Jawohl, perfekt. Passt, alles klar. Wir gehen halt wieder 50 Meter hoch und dann haben wir uns umgekehrt aus, gell? Ein bisschen Wind verwestet hier. Gut. Also der Patient wird jetzt in das nächste Unfallkrankenhaus, das zuständig ist, transportiert. In dem Fall befinden wir uns jetzt eigentlich in der Innsbrucker Umgebung sozusagen. Das heißt, der Patient kommt ins Landeskrankenhaus nach Hall auf die Unfallambulanz. Die ist 7 Flugminuten entfernt. Jörg Schnell ist seit 25 Jahren Hubschrauberpilot und bei der Flugrettung aus Überzeugung. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Es ist hat absoluten Sinn. Und ich glaube, dass man einen Mehrwert daraus hat. Also die Arbeit hat für mich einen Mehrwert. Weil man oft Menschen helfen kann. Wir haben den Patienten bis zum Krankenhauseingang, sage ich jetzt einmal, und alles, was danach passiert, haben wir eigentlich ganz wenig Zugang oder erfahren wir wenig. Und das sind schöne Momente, wenn man dann wirklich jemandem, dem man geholfen hat, einmal wieder in die Augen schauen kann und den Dank auch annehmen kann, sage ich mal. Bis zum Sonnenuntergang sind sie weiter in Bereitschaft, um bei Unfällen zu helfen.